noch das mit dem roten Croissant passiert. So ein mieser Hund. Dem geht's halt ähnlich dreckig wie uns. Die Zeiten haben sich geändert. Und nun dachte er, er könnte sich bei uns etwas holen. Und weil er keine Schätze finden konnte, hat er uns das letzte Fass rumgeklaut. Fiesling. Zum Glück hat er das kleine Privatfässchen vom Käpt'n übersehen. Ach ja, der Käpt'n Grauskopf. So etwas Gemeines vom roten Korsan, unseren Käpt'n einfach ins Wasser zu schubsen. Ich wusste gar nicht, dass er nicht schwimmen kann. Jetzt haben wir nur noch seinen Hut. Als Andenken. Kommt, wir stoßen auf ihn an und singen ihm ein Lied. Hey Chor, bring die Becher. Zeug. Eindeutig kein Rum. Schmeckt wie Mangosaft. Abgefahren, unser alter Käpt'n trank Mangosaft. Er war schon ein schräger Vogel, unser Käpt'n Grauskopf. Ich bin der Letzte meiner Zunft, hat er immer geungt. Schiffe überfallen lohnt sich nicht mehr. Oh ja, verrückte Ideen hatte er. Dass man reiche Leute nicht ausrauben soll, sondern mit ihnen herumsegeln, um ihnen die Schönheit der Südsee zu zeigen und ihnen so das Geld aus der Tasche zu ziehen. Jetzt ist er tot und einer von uns muss sein Nachfolger werden. Wie wär's mit mir, Käpt'n Schlonzo? Das klingt doch toll. Du, Schlonzo, warum ausgerechnet du? Warum nicht, Bruto? Oder hältst du dich für etwas Besseres, Bruto? Ich bin für Bruto. Ich finde Schlonzo besser. Ich möchte selber Käpt'n sein. Ich auch. Nein, ich. Ich, warum nicht einfach ich?
sinnlosen Geschrei. Das ist ja schlimmer als bei den Kadetten. Das mit dem neuen Captain werden wir einfach ein andermal entscheiden. Gerade waren wir noch traurig um unseren toten Captain und schon wollen wir uns wieder die Köpfe einschlagen. Ein bisschen mehr Respekt, wenn ich bitten darf. Genau, der rote Korsar hat uns echt gereicht. Lieber noch mehr von diesem Mangosaft. Koa, komm mal rum. Mango, Mango. Ich werd noch ganz traurig. Schaut mal, wie der Papagei des toten Käpt'n rumhockt. Wie ein Schluck Wasser. Hey, Buntschopf, hey, sitz nicht so traurig rum. Du machst uns alle ja noch trauriger. Papa Grau, Papa Blau, Papa Au, Au, Au. Papi traurig, Papi traurig, Papi Puh. Papa Trauer, mach mich sauer, mach mich grau, Au, Au. Papa Trauer, mach mich grauer, aber grau. Aua, ich bin traurig. Schatz nur stecken mag? Halt die Klappe! Genau, wo hat der Captain ihn bloß versteckt? Wer weiß, was drin steckt in dem Schatz? Captain Krauskopf hatte ja immer seinen ganz besonderen Humor. Vielleicht nur lauter Totenköpfe. Vielleicht aber auch Gold, Edelsteine. Gold, Edelsteine! Hat denn niemand eine Schatzkarte gefunden? Der Schatz soll ja riesig sein. Dann können wir vielleicht in den Goldmünzen baden. Wo der Schatz nun steckt? Fragen wir doch den Papagei. Na, Buntschopf, wo steckt der Schatz des toten Käpt'n? Buntschopf weiß alles! Buntschopf weiß alles! Wie bitte? Hey, Koa, weg da!
Der Papagei hat euch nichts getan. Ihr müsst lieb zu ihm sein, dann verrät er euch vielleicht, wo der Schatz versteckt ist. Was haben wir da eben gehört? Lieb sein. Wir? Keine Angst, Buntschopf, keine Angst. Ich tu dir nichts. Hast du nicht gesehen, dass ich Bruto vorhin ein Bein gestellt hat, als er auf dich los wollte? Na, 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 wer wird denn so gemein? Du bist ein wunderschöner und kluger Vogel. Weißt du das? Die anderen Piraten bekommen gar nicht mit, wie intelligent und toll du bist. Aber mir ist das schon immer aufgefallen. Wenn du zu mir hältst, wird es dir gut gehen. Ganz gut. Du bekommst von mir einen Käfig aus Gold und jeden Tag dein Lieblingsfressen. Vogel, sag mir, wo ist der Schatz? So ein dummer Vogel. Du bist ein dummer Vogel, wenn du nicht sagst, ein dummer, dummer Vogel. So ein dummer Vogel. Du wirst schon sehen, was du davon hast, wenn du mit mir nicht gemeinsame Sache machst. Die anderen Piraten werden nicht so lieb zu dir sein.
Die machen Hackfleisch aus dir. Jetzt hör gut zu, bevor die Faust. Dummkopf. Ich mach noch Hackfleisch aus dir und fütter dich den Haifischen, wenn du mit Brutto keine gemeinsame Sache machst. Bunschopf ist kein Dummkopf. Bunschopf weiß alles. Bunschopf weiß alles. Pah, Piraten sind plump und blöd. Pah. Papagei, Papagugu! Hey, hallo, Buntschopf, ich bin's, Koa. Ich bring dir dein Futter. Dicke Datteln und dicke Mehlwürmer, die magst du doch besonders. Buntschopf sagt Danke, Koa hat ihn gerettet. Danke, Koa. Das hab ich doch gern gemacht, Buntschopf. Wir beide müssen zusammenhalten, wir zwei gegen die ganze Piratenmeute. Ohne den alten Captain Krauskopf wird das hier kein Spaß mehr. Wie traurig, dass er nicht mehr lebt. Vielleicht fällt uns ja eine List ein, wie wir von dem Piratenschiff wegkommen. Die gierigen und faulen Piraten haben mich nämlich geraubt. Vor 2, 3 Jahren. Menschenraub. Verstehst du, Buntschopf? Möchtest du mein Freund sein, Buntschopf? Oh ja, Freund sein. Buntschopf freut sich. Papagei-Guru! Buntschopf ist immer so allein. Buntschopf will dein Freund gern sein. Ich bin auch sehr allein. Ich habe so eine Sehnsucht nach meiner Familie. Wir sind die wahren Helden und echten Jeden.
Sie ist genauso intelligent wie Buntschopf und sie kann genauso gut sprechen wie er. Darauf wette ich eine Banane. Buntschopf ein paar Avancen und entlocke ihm das Schatzgeheimnis. Kakaka? Was hat sie gesagt? Sie spricht natürlich in Kakadu-Sprache. Sie hat gerade gesagt, na mein Süßer, du sprichst Kakaduisch? Na klar, ich habe ihr meine Sprache und sie hat mir ihre Sprache beigebracht. Aha. Kakaka? Papapa? Kakadu, papagai, kakadu.
Die Vögel werden beide gerupft und gebraten. Meine Kakadu-Dame Rosalie tut keiner was zu leide. Habt ihr gehört? Niemand! Von wegen, kluger Kakadu. Wer spricht hier 7 Sprachen? Hier zählt nur eine Sprache, die der Fäuste. Dumme Vögel! Selber dummer Vogel. Lass die armen Vögel in Ruhe. Du hast auch einen Vogel. 7 Sprachen. Hast du das geglaubt? Dir passiert nichts. Komm, meine schöne Rosalie. Puh, das ist mir noch einmal gut gegangen. Wir müssen aufpassen, Buntschopf. Gute Nacht. Ich gehe jetzt in die Küche und schlafe eine Runde auf meinem Strohsack. Ich bin hundemüde. Gute Nacht, Chor. Keine Sorge, ich passe schon auf mich auf. Ja. Oh, Captain, ich habe dir so viel zu erzählen. Plapper, plapper. Deine Mannschaft will mir an die Gurgel. Papa, gu, gu, gu. Super gemacht.
keine Angst, mein geliebter Buntschopf. Ich bin es, dein Captain. Ich bin kurz zurückgekehrt aus dem ewigen Meer. Ich habe alles gehört und gesehen. Du bist in Gefahr. Du musst den Piraten den Namen der Schatzinsel verraten, sonst geht es dir an den Kragen. Aber wo der Schatz genau liegt, das verrätst du nur einer, verstanden? Meine Mannschaft ist zu blöd. Keiner soll den Schatz bekommen. Nur die eine ist es wert, denn ihr Wesen ist vollkommen. Und schon hat's du wenig meine. Unsere Koa, ja, die Kleine. Kleine Koa, kleiner Held, du bekommst das Gold und Geld, das Beste aus dem Schatz, und schon für dich hin zum Platz. Kleine Koa, du bist schlau, denn du weißt ja ganz genau, dass alles hält als Gold und Geld in der Kiste. Du erzählst jetzt den Piraten nur den Namen meiner Insel. Mehr darfst du nicht verraten, denn dann fahrt ihr euch zum Ziel. Alles andere wird ein Spiel. Kleine Koa, kleiner Held, du bekommst das Gold und Geld. Auf der Insel. Du musst die Piraten dann in die Irre führen, während Koa den Schatz hebt. Du weißt doch noch, wo ich den Schatz versteckt habe. Du warst doch dabei. Buntschopf weiß alles. Buntschopf weiß alles. Du musst die Piraten irgendwie in die Irre führen. Lass dir eine List einfallen. Du bist so ein kluger Vogel. Ich muss jetzt wieder zurück ins ewige Meer. Auf Wiedersehen, mein Buntschopf. Hoch den Kopf. Und glaub mir, dein Captain ist immer bei dir. Hab keine Angst. Na, so etwas. Hatte ich den vergessen? Eine List, Papa Pist? Buntschopf ist froh, wenn eine List, Papa Pist, da ist. Ah, piep, piep, piep. Buntschopf, schlau, schlau. Das ist eine tolle Idee. Huhu, Buntschopf, bist du wach? Ich habe in mir noch ein paar fette Würmer für dich gefunden. Da. Ich muss ein kleines nehmen. Ja. Buntschopf ist klug. Buntschopf weiß, wo der Schatz versteckt ist. Guck. Das habe ich mir schon gedacht. Erzählst du es mir? Auf der Insel. Insel, auf welcher Insel? Auf der Insel Tonga Wonga. Auf Tonga Wonga? Das kann nicht wahr sein. Da komme ich her. Auf Tonga Wonga haben mich die Piraten gestohlen. Dort lebt meine ganze Familie. Nein, das ist ja ein wunderbarer Zufall. Da kennst du dich ja aus auf Tonga Wonga. Perfekt. Buntschopf hat folgende Idee. Buntschopf verrät den Piraten Inselname Tonga Wonga. Plapper, plapper. Piraten segeln sofort dorthin.
Dann hat Bunschopf eine tolle List, eine Bunschopf-List. Papo pisst. Wir schicken die Piraten in die falsche Richtung. Ping-Pong und Chor hebt in aller Ruhe den Schatz. Aber wie soll das funktionieren, Bunschopf? Tonga Wonga ist nicht groß. Bunschopf hat auf Tonga Wonga 8 Geschwister. Wir machen Plapper Plapper. Geschwister sehen alle aus wie Bunschopf. Piraten denken, da Papagei, da ist Bunschopf. Piraten sind dumm, meine Brüder sind schlau. Sie führen die Piraten in den Dschungel, weit weg vom Schatz. List, List, Popo Pist, Popo Pist, tolle List. Das klingt gut, super. Ja, klingt super. Und vorher bringt Bunschopf anderen Bunschöpfen exakt 2 Wörter bei. Schatz, hier. Plapper prima, Piraten fragen, wo ist der Schatz? Andere Bunschöpfe rufen, hier, hier, Schatz, hier. Piraten laufen ihnen nach, in die falsche Richtung. List ist doch ein toller Plan. List, List, Papo Pist wird ein großer Spaß. Verstanden. Und ich gehe in der Zwischenzeit zu meiner Familie und hebe mit ihr den Schatz des Käpt'n. Genau. Bunschopf zeigt dir vorher den genauen Ort. Plapper, plapper, Papo Pist, tolle List. Dann sehe ich endlich meine Familie wieder. Und du deine? Ja. Tonga Bonga, ach Tonga, Tonga Bonga, Insel der Sehnsucht, da komm ich her. Tonga besser, wenn ich den Piraten den Namen der Insel verrate. Dann denken sie, dass ich mich mit ihnen verbündet habe. Gut, gut. Geil, geil. Chor wirkt Bunschopf. Bunschopf verrät alles. Wo ist der Schatz vergraben, du blöder Vogel? Tonga Bonga. Komm, das spielen wir den Piraten vor. Oh ja, Papi Bruce. Hey Piraten, alle mal herkommen. Bunschopf hat gerade
der Schatz versteckt ist. Was erzählst du da für Märchenchor? Los, Buntschopf, sag den Piraten, wo der Schatz versteckt ist. Tonga Bonga. Auf der Insel Tonga Bonga. Das war eine Fahrt, ein Unwetter nach dem anderen. Als wollte das Meer uns davon abhalten, endlich auf der Schatzinsel anzukommen. Hey Leute, wir machen erst einmal Rast und schlafen eine Runde. Aber einer muss immer Wache halten, damit uns der Buntschopf nicht davonflattert. Wer schiebt als erster Wache? Wer bewacht den bunten Vogel? Wir sind alle hundemüde. Die Überfahrt war der Horror. Endlich festen Boden unter den Füßen. Wir müssen alle erstmal schlafen. Aber einer muss Buntschopf bewachen. Er allein weiß, wo der Schatz vergraben ist. Ich pass auf ihn auf. Du? Kann ich dir vertrauen? Na klar, ich hab doch Buntschopf dazu gebracht, uns den Namen der Insel zu verraten. Auf diesen blöden Papagei kann ich schon aufpassen. Na gut. Da, nimm das Halsband und pass gut auf den Vogel auf. Wir legen uns jetzt hin. Gugi-Gugi, Papagei-Gei. Gugi-Gugi, Papagei-Gei. Gugi-Gugi, Papagei-Gei. Gugi-Gugi, Papagei. Plapperpli, Pirati-Pitti, Plapperpu, Gugu-Pugi. Patapirati, Schatz hier. Schatz hier. Komm.
Bunschopf. Hier, hier. Ah, gut. Jetzt wirst du uns gleich zeigen, wo der Schatz versteckt ist. Nanu, wo ist dein Koa? Alle Mann auf die Holzbeine. Koa ist verschwunden. Wo soll Koa schon sein? Ist halt pinkeln oder Kokosnüsse suchen. Die Palmen sind ja voll davon. Koa sollte aber beim Bade des Käpt'n Krauskopf auf Bunschopf aufpassen. Aber Bunschopf sitzt doch brav hier. Bunschopf ist wichtig. Koa ist unwichtig. Wenn wir erst einmal reich sind, können wir uns 100 Koas leisten. Du hast recht. Prioritäten setzen. Bunschopf, los, zeig uns den Weg zum Schatz. Hier, hier, Schatz, hier. So ein Unterholz hier. Das ist ja der reinste Dschungel. Überall Pflanzen und Lianen. Siehst du Bunschopf noch, Schlonzo? Da vorne ist er. Puibe, Riesenameisen. Uah, Hilfe, ein Riesenboa. Na, da ist ja der Buntschopf. Ich hatte die Gruppe schon aus den Augen verloren. Toll, dass Buntschopf zurückgeflogen ist, um uns zu holen. Pass auf, eine fleischfressende Pflanze. Buntschopf? Buntschopf, wo bist du? Buntschopf? Komm sofort zurück, Buntschopf. Buntschopf, mein Süßer, komm zurück. Hallo, wo sind denn die anderen? Wo ist denn der Vogel plötzlich? Huhu, ist da wer? Hui, ist das unheimlich hier im Dschungel. Richtig finster ist das. Da kommt kaum Licht durch das Blätterdach. Wo warst du nur? 3 Jahre ist es her, dass du weggegangen bist. Ich bin nicht weggegangen. Ich wurde geraubt von Piraten. Ich erzähle euch später die ganze Geschichte. Jetzt dürfen wir keine Zeit verlieren. Wir müssen schnell zur Tat schreiten. Piraten? Beim Klabautermann Koa! Wie konntest du dich befreien? Und wie kamst du hierher?
Ich bin mit den Piraten hierher gesegelt, aber später mehr. Jetzt müssen wir rasch den Schatz heben. Wir müssen den Piraten zuvorkommen. Die sind dem Schatz hinterher. Und wie? Hier auf Tonga Bonga können wir dir helfen. Wir kommen mit. Aha, dann stimmt dieses Gerücht, also dass es hier einen Schatz geben soll. Wo liegt er denn? Das weiß ich nicht. Irgendwo hier auf der Insel. Buntschopf wird gleich kommen und uns den Weg weisen. Wer ist denn Buntschopf? Das ist Buntschopf. Buntschopf ist ein Papagei? Hatte ich das nicht gesagt? Ein ganz besonderer Papagei. Er kann 7 Sprachen sprechen. Komm schnell, zum Schatz, alle mithelfen. Ich hol noch schnell Hacke und Spaten. Schatz hier!
lauter alter Plunder. Hey, Buntschopf, gib's zu, das hast du gewusst. Pip, pip, ja, ja. Schatz des Käpt'n Krauskopf ist Scherz des Käpt'n Krauskopf. Aber guck mal tiefer in der Kiste nach. Ah, da ist etwas Schmuck und ein paar Goldmünzen. Was ist das? Eine Trompete? Pip, pip, ja, ja, Trompete. Die berühmte Käpt'n Krauskopf, Trompete. Tut, tut, macht Musik, musst du reinblasen. Naja, muss ich wohl noch üben. Oh, was ist das? Ein Brief vom Käpt'n und noch einer. An Chor steht hier und da an meine Mannschaft. Den zweiten lege ich mal zurück. Ahoi Chor, Schmuck und Goldmünzen sind für dich und deine Familie. Vielleicht hast du auch Lust, meine alte Trompete mitzunehmen. Es wäre schön, wenn sie wieder einmal erklingt. Den übrigen Plunder lasst ihr in der Kiste für meine Mannschaft. Und auch den zweiten Brief. Buntschopf soll sie zur Kiste führen. Grüße aus dem ewigen Meer. Euer Käpt'n Krauskopf. Sollen wir es so machen, wie der Käpt'n es will? Na klar, großer Spaß. Buntschopf führt jetzt Piraten zur Schatzkiste. Krächzt, Plunderkiste. Den Brief an mich nehme ich mit. Ein schöner letzter Seemannsgruß vom Käpt'n. Meine Glasen. Sorry. Hier ist euer Buntschopf, Papi Buntschopf. Hier geht's zum Schatz. Warum hast du uns alleine gelassen? Pip, pip, Buntschopf musste furchtbar pipi. Das hat aber lange gedauert. Ich glaub dir kein Wort. Du spielst mit uns ein teuflisches Spiel. Spiel, Spiel, Papalapap, folg mir, Schatz hier. Das hast du vorhin schon 1000 Mal gesagt. Können wir dir glauben? Wir müssen ihm glauben. Oder weißt du, wo der Schatz ist, Schlonzo? Hier, hier, Schatz, hier! Sieht so aus, als ob hier schon mal jemand gebuddelt hat. Ganz recht, Schlaukopf. Lauter Plunder, soll das ein Scherz sein? Haha, Scherz von Käpt'n Krauskopf. Klappe, blöder Vogel. Am Ende hast du das gewusst, da hat uns der alte Käpt'n veräppelt. Ich hab's ja gewusst, der Käpt'n hatte schon immer einen speziellen Sinn für Humor.
Was ist denn das? Vielleicht eine Schatzkarte. Nein, ein Brief. Ich kann nicht lesen. Kann einer von euch lesen? Ich kann lesen. Der Schlaukopf mal wieder. Da, lies vor. Mannschaft Ahoi. Nur Schrott und alter Krimskrams. Nehmt das Zeug als Erinnerung an euer unstetes Piratenleben. Denn ich rate euch, hängt den Piratenjob endlich an den Nagel. Rauben und Plündern hat keine Zukunft. Lernt etwas Anständiges. Und vor allem, lernt erst einmal alle lesen und schreiben. Macht's gut. Grüße aus dem ewigen Meer. Euer Captain Krauskopf. Ich kann nur rauben und plündern. Etwas anderes habe ich ja nie gelernt. Ich könnte Lehrer werden und euch Lesen und Schreiben beibringen. Dich hat wohl der Klabautermann gebissen. Sonst noch was? Ich hätte auch einen Job für mich. Koch oder Shanty-Sänger. Und ich werde Schiffsbauer. Ich bleibe auf Tongawonga und züchte Mangos und Kokosnüsse. Ich werde Ingenieur. Was ist denn das? Weiß ich nicht, aber es klingt gut. Ich werde ein friedlicher Piraten, fahre reiche Leute durch die Südsee. Da mache ich mit, den reichen Leuten die Schönheit der Südsee zu zeigen und ihnen so das Geld aus den Rippen zu nudeln. Super Idee, das könnten wir doch alle gemeinsam machen. Ein Schiff haben wir ja bereits. Und das reiche Leute durch die Südsee schippern, nennen wir dann Tourismus. Tourismus? Was ist denn das? Weiß ich nicht, aber es klingt gut. Wenn Schlaukopf mal etwas nicht weiß. Auf zum Schiff! Auf zum Tourismus! Auf in ein neues Zeitalter! Plipper, hört! Die Piraten haben große Augen gemacht. Plunder, Plunder. Schlaukopf hat Brief vorgelesen. Captain Krauskopf rät, sie sollen einen anderen Job machen. Nicht immer nur Pirat sein. Sie sind jetzt zurück zum Schiff. Pliff, pliff. Machen jetzt Tourismus. Reiche Leute herumfahren. Das sind ja spannende Neuigkeiten. Was ist Tourismus? Tourismus? Weiß ich nicht. Hat Schlaukopf erfunden. Weiß er selber nicht. Aha. Hauptsache, sie lassen uns in Ruhe und kommen nicht her mit ihrem Tourismus. Das Letzte, was wir hier noch brauchen können, sind reiche Leute, die nach Schatztruhen suchen. Oh, Rosalie! Ich habe meine Geschwister auf das leere Piratenschiff geschickt, damit sie Rosalie befreien. Ich dachte, das macht dir eine Freude. Oh, große Freude, Plapper sprachlos. Kaka Kiki, du bist mein großer Schatz. Bin ich dein Schatz, Papa? Du bist mein größter Schatz, Kaka Kaka.